Dann wollte ich ja jetzt gleich mal zu dem Berserker euch bei Nerdgedanken Kanal, wo ich schon das mit dem Renovieren hier herausgefunden habe, wollte ich, was ich da gesehen habe, auch nochmal was nachgehen. Zwar die Quests mit den Kindern im Vor. Jawohl, vogelfrei. Und zwar, wie ich das mitbekommen habe, funktioniert die Das Quest glaube ich nicht. erst, wenn man mit einem Kindern geredet hat. Ein Kind. Ein Gespräch hatte ich damals noch nicht gehabt. Wir hatten sie alle gehabt, außer das eine. Und dann passiert da was. Angeblich soll sich hier noch ein Kind aufhalten. Da. Der Bobby. Was machst du da? Nachforschungen anstellen. Ah ja? Und woran forschst du? Bierflaschen. Bist du nicht etwas zu jung für Alkohol? Ich will nur wissen, wer sie ausgetrunken hat. Warum interessiert dich das? Warum interessiert dich das? Meine Freunde und ich versuchen, einen Fall aufzuklären. Und dafür müssen wir verschiedenen Hinweisen nachgehen. Ein paar leere Bierflaschen sollen ein Fall sein? Du darfst keine Fragen stellen. Das darf nur der, der ermittelt. So sind die Regeln. Ach, aber natürlich, wie konnte ich das nur vergessen? Hier liegen 10 Flaschen auf dem Boden. Wie viele Erwachsene haben die wohl leer getrunken? Das schafft einer alleine. Einer. Das schafft einer alleine. Vielleicht einer, eher zwei. Vielleicht einer, eher zwei. Ha, dachte ich es mir doch. Die Fußspuren sind ein eindeutiger Beweis. Ich muss die Ergebnisse unbedingt meinen Freunden mitteilen. Du musst jetzt auf die Flaschen aufpassen. Wie lange soll ich auf sie aufpassen? Und wie lange soll ich auf sie aufpassen? Bis sie sicher sind? Beweg dich nicht vom Fleck, ja? Du bist jetzt die Flaschenwache. Tschüss. Jetzt renn doch nicht weg. Na klasse. Nun muss ich ja noch Müll bewachen. Mal sehen, wann er zurückkommt. Oh nein. Scheiß drauf. Soll der nein. Zurück, 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 zurück. Auf jeden Fall solltet ihr nicht mehr wissen. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich auch nicht alles aus den alten Folgen finden. Eine Kind von. Ich kann ja schon mal weitermachen. Das eine Kind hatte. Hatte ja Blutspuren gefunden. Und ein kleines Mädchen und ganz viele Zigarettenstummel hinten hinterm Haus. Und das hat alles miteinander zu tun. Und ja, die Quest ist auch ein Achievement. Und ja, ich möchte die einfach machen. Denn ich will nach Elex noch ein paar Videos machen. Also, wenn ich mit der Story fertig bin, mit dem Spiel komplett. Und sei es erst bei der 200. Folge. Dann möchte ich gerne noch ein bisschen über das Spiel an sich reden. Dann spielt das hier auch noch eine Rolle. Denn Kinder sind auch ganz neu das erste Mal über Piranha Bytes dazugekommen.
Was machst du da? Nachforschungen anstellen. Ah ja? Und woran forschst du? Bierflaschen. Bist du nicht etwas zu jung für Alkohol? Ich will nur wissen, wer sie ausgetrunken hat. Warum interessiert dich das? Meine Freunde und ich versuchen, einen Fall aufzuklären. Und dafür müssen wir verschiedenen Hinweisen nachgehen. Kennen wir ja schon alles. Jetzt renn doch nicht weg. Na klasse. Nun muss ich auch noch Müll bewachen. Mal sehen, wann er zurückkommt. Ich kann es nicht glauben, ich spiele tatsächlich die Flaschenwache. Das Mädchen fand leere Zigaretten. Oh. Hat er damit zu tun? Hey, hast du den Dreck da fabriziert? Redest du von den Flaschen? Na, was denn sonst? Wir sind hier nicht bei den Outlaws. Also bück dich gefälligst und räum das Zeug weg. Kann ich nicht machen, ich soll auf sie aufpassen. Das kann ich nicht machen, ich soll auf sie aufpassen. Willst du mich aufpassen? Ein Junge hat mich gebeten, dass ich niemanden an sie heranlassen soll. Besorgst du den Kindern etwa Alkohol? Mach mal halblang, das ist nur ein Spiel. Kinderapfel nennst du ein Spiel? Was für ein degenerierter Kerl bist du eigentlich? Kannst von Glück sagen, dass ich gerade keine Schicht habe. Deine Visage merke ich mir, versprochen. Füllt der Kerl hier die Kleinen ab? Ich fass es nicht. Ich muss wohl mal ein ernstes Wort mit... Jetzt kommt der Nächste. Grüß dich, Jüngchen. Sag mal, brauchst du den Fusel da noch? Mach dir keine Hoffnung. Die Flaschen sind leer. Für dich vielleicht, aber so ein armer Schlucker wie ich kriegt da schon noch was rausgelöffelt. Das bisschen Spucke macht mir nichts aus, wenn du dann so freundlich wirst. Hier, kauft dir was Ordentliches. Kauft dir etwas Ordentliches. Danke, Jungchen. Das nenne ich mal eine Spende. Schönen Tag noch. Das waren hoffentlich alle. Länger spiele ich jedenfalls nicht den Deppen. Sieht sowieso nicht so aus, als würde der Kleine zurückkommen. Das ist gut. So, dann hatten wir hier noch ein kleines Mädchen. Amara. Du redest nicht viel, oder? Ach, das ist die... Hast du Freunde? Tochter von... Von... Es wird schon. Vertrau mir. Nein. Na, das lief ja super. Das ist nicht die Tochter von... Ivan gewesen? Jetzt. Was habt ihr herausgefunden? Darf ich anfangen? Hey! Ich bin für Recherchen zuständig, also fange ich an. Ich stimme Bobby zu. Spielverderber. Zwei Leute müssen vor der Taverne richtig viel Bier getrunken haben. Als sie fertig waren, sind sie weitergezogen. Zwei, sagst du? Das überschneidet sich mit meinen Ergebnissen. Diese zwei könnten diejenigen sein, die sich im Heilerviertel verdroschen haben. Aber nur eine Person hat im Wohnbereich spioniert. Nur eine? Das lässt aufhorchen. Wieso? Kollegen, ich stelle mir das so vor. Zwei Bekannte treffen sich in Chloes Bar. Sie betrinken sich und ziehen dann weiter. Und zwar ins Heilerviertel. Exakt. Dort geraten sie in Streit. Einer von beiden verliert den Kampf und ist sauer auf den anderen. Der Verlierer ist unsere Zielperson. Er ist derjenige, der Hitchs Domizil verschandelt hat. Und uns in ein schlechtes Licht rückt. Wisst ihr, was das bedeutet? Na, sag schon.
Wir haben einen neuen Fall. Eigentlich ist es noch der alte. Nebensächlichkeit. Also, wir gehen wie folgt vor. Bobby, du findest heraus, mit wem Hitch zuletzt die Bar aufgesucht hat. Verstanden, Chef. Petra, du siehst dich weiter im Wohnviertel um. Okay. Und was machst du? Meine Tante will, dass ich den Schrottplatz hier aufräume. Da kann man nichts machen. Ihr habt 2 Tage Zeit. Viel Erfolg. 2 days later. Dann mal raus damit, Kollegen. Was konntet ihr zusammentragen? Hitch ist leider abwechselnd mit mehreren bei Chloe gewesen. Aber wenn ich einen Tipp abgeben darf, würde ich auf Striker tippen. Das denke ich auch. Er raucht, trinkt und prügelt sich gerne. Und ich habe beobachtet, dass er sich Notizen macht. Ausgezeichnet! Vielleicht verbirgt sich darin ja der entscheidende Hinweis. Aber wie kommen wir an sie heran? Schon geschehen, Chef. Hier ist sein Notizbuch. Nur nützt es uns nichts. Oder kann einer von euch mittlerweile lesen? Keine Sorge, das haben wir gleich. Sie wissen schon, dass sich Lauschen nicht gehört? Ich weiß gar nicht, ich hab nur zufällig zugehört. Ich habe nur zufällig zugehört. Für einen Zufall war Ihr Interesse ein wenig zu lang. Ob Sie es wollen oder nicht, Sie sind jetzt Bestandteil unserer Ermittlungen. Meine Freunde und ich empfänden es deshalb als freundliche Geste, wenn Sie uns einen Gefallen erweisen würden. Sicher, wie kann ich helfen? Sicher. Wie kann ich helfen? Dürfte ich Sie bitten, mir den Inhalt dieses Schriftstückes mitzuteilen? Warum willst du wissen, was da drin steht? Wir sind überzeugt, dass die Torwache Striker für einige Unannehmlichkeiten verantwortlich ist, die uns zur Last gelegt werden. Und ihr glaubt, dass darin ein Hinweis zu finden ist, ja? Sie haben es erfasst. Deshalb empfehle ich Ihnen, Ihre Aufmerksamkeit dem Papier zu widmen, das ich Ihnen gegeben habe. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Das war gut. Ein speziell gelagerter Sonderfall. Bin ich mal gespannt, was da steht. Immer runter scrollen, weil ich immer so viele Items habe. Na, geht doch. Walkers Notiz. Hank hat mir irgendeinen Trödel gegeben. Sieht wertvoll aus. Curtis, 50 Splitter. Evelyn Naturalien, leider verschwunden, kommt bestimmt wieder. Austin, verstorben, nichts mehr zu holen. Hitch weigert sich noch immer mitzumachen, ließ sich mit Alkohol nicht überreden, hat mir sogar einen auf die Schnauze gehauen, wie ihn eine Überraschung in seine Hütte hinterlassen. Wegen Strikers Notizbuch. Ja? Darin steht, dass Striker eine Überraschung in Hitchs Hütte hinterlassen hat. Das ist der Beweis. Endlich ist der Fall aufgeklärt. Nun ja. Was ist jetzt wieder los? Bitte teilen Sie Fenris die Ergebnisse unserer Ermittlungen mit. Dann gäbe es keinen Grund mehr, dass wir unter der üblen Nachrede leiden müssen. Einverstanden. Klasse! Bitte beeilen Sie sich, ja? Wir warten hier so lange auf Sie. Jetzt spielt der Jack mit den kleinen Kindern. Du solltest hier mal einen Blick drauf werfen. So, lass mal sehen. Das ist ja ungeheuerlich. Nicht nur, dass unbescholtene Bürger ausgenommen werden, nein, jetzt streiten sich auch noch die Wachen. Dabei haben wir wahrlich genug Probleme. Von diesen fremden Invasoren fange ich erst gar nicht an. Gut, dass du mich in Kenntnis gesetzt hast. Ich habe damit nichts zu tun. Ein paar Kinder haben das aufgedeckt.
Ich habe nichts damit zu tun. Ein paar Kinder haben das aufgedeckt. Kinder? Wie das? Sie hatten wohl genug davon, dass man ihnen die Schuld in die Schuhe schiebt. Ah, richtig. Ich hörte bereits, dass man ihnen diese Sauerei im Wohnviertel nachsagt. Gut zu wissen, dass sie nichts damit zu schaffen hatten. Eine Sorge weniger. Ich werde mir eine passende Belohnung für sie ausdenken. Vorher muss ich mich um etwas anderes kümmern. Ich kann nicht zulassen, dass die Wachen ihre Arbeitsauffassung nach eigenem Ermessen bestimmen. Und was willst du dagegen tun? Ich habe da schon ein paar Ideen. Aber das soll nicht deine Sorge sein. Sag den Kindern, sie sollen mich später aufsuchen. Ich denke, sie haben es verdient, dass ich ihnen persönlich meinen Dank ausspreche. Gibt's jetzt wieder ein Gespräch? Das ist gut. Nein, wahrscheinlich erst, wenn die Kinder hier sind. Halt dich fest! Alter. Ein... Jetzt hoch. Ach Gott. So. Haben denn die anderen noch zu erzählen? Ich hab deine Flaschen bewacht. Hä? Die Flaschen. Erinnerst du dich nicht mehr? Ach, die brauche ich nicht mehr. Und warum habe ich mir dann die Arbeit gemacht? Weil's Spaß macht? Vergiss es. Petra? Ich mag dich. Ja. Wegen Strikers Notizbuch. Ja? Ich habe es Fenris gegeben. Sie sind der erste Erwachsene, der etwas taugt. Stimmt gar nicht. Scrappy steckt uns immer was zu. Psst. Scrappy ist der Minenarbeiter, der Chefe. Das werdet ihr bald selbst merken. Ihr sollt ihn aufsuchen. Fenris will mit uns sprechen? Nur keine Angst, er will sich bei euch bedanken. Ob wir wohl ein paar Süßigkeiten bekommen? Ich will aber lieber was zum Spielen haben. Das tut doch nichts zur Sache. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben. Da komme ich jetzt aber mit. Hier, das möchte ich Ihnen geben, falls Sie einmal Hilfe brauchen. Die Karte hat Chloe für uns angefertigt. Ist echt gut geworden. Nun haben wir aber genug von Ihrer Zeit beansprucht. Auf Wiedersehen. Detektiv. Ich folge jetzt. alle zusammen. Wollt ihr auch zu Fenris? Ach, lass mich in Ruhe. Ach, diese Aussicht. Wechsel ist jetzt endlich Team in einer Gruppe. Sind zwar nur Kinder, aber er fühlt sich dazugehörig, der Jax. Jax, hast du Freunde gefunden? Hast du schon gehört, was passiert ist? Nee, was denn? Fred wurde beklaut. Jemand ist in seine Schatzkammer eingebrochen. Lasse wird jetzt beschuldigt. Unser Schmied, der uns die erste gute Waffe zusammengeschmiedet hat. Das Buttermesser. Sprechen. Na, nur nicht so schüchtern. Ihr könnt stolz auf euch sein. Durch eure Hilfe ist das Lager ein Stück weit sicherer geworden. Es war uns eine Ehre, Herr Fenris.
Habt ihr euch denn schon überlegt, was ich euch für euren großen Dienst geben soll? Ich will einen Hund. Nee, lieber eine Lupe. Damit kann man kokeln. Was würdet ihr davon halten, wenn ich euch zu meiner persönlichen Wache ernenne? Alles, was ihr tun müsst, ist weiterhin im Lager ein Auge offen zu halten. Schließlich kann ich nicht überall sein. Ihr seid dann meine Augen und Ohren. Oh ja! Das ist eine Aufgabe mit viel Verantwortung. Ich denke, ich darf im Namen meiner Kollegen sprechen. Wir nehmen Ihren Vorschlag an. Dann ist es so beschlossen. Und vergesst nicht, meine Wachen bekommen immer eine Extra-Ration. Esst also so viel ihr wollt. Vielen Dank. Justin ist aber auf Diät. Gar nicht wahr. Jetzt streitet euch nicht, Kinder. Nicht vergessen, ihr seid meine Wachen. Werden wir nicht. Bis später. Tschüss. Wiedersehen. Sie würden einen guten Detektiv abgeben. Ja? Ich will weiter mit euch spielen. Du bist in Ordnung. Ich will weiter mit euch spielen. Petra, willst du mit mir weiterspielen? Ich mag dich. Wer passt eigentlich auf die Kinder auf? Niemand. Die meisten sind Waisen. Würden wir nicht an allen Fronten kämpfen, könnten wir ihnen mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Aber so? Eine Schande ist das. Kann man da nichts tun? Du hast wohl selbst Kinder. Einen Sohn. Verstehe. Ich weiß leider nicht, was wir ändern könnten. Und wenn man sie mithelfen lässt, für den Anfang wäre es nicht schlecht, wenn ihnen jemand zuhört. Die Frage bei Piranha Bytes, wie ich es verstanden habe von den Piranha Becken TV Q&As und so, wie will man Kinder in diese Welt integrieren? Und wenn man sie mithelfen lässt? Unsere tägliche Arbeit zielt momentan nur auf das Kriegshandwerk ab. Ich will sie damit nicht belasten. Da fällt mir ein, dass Tilas sich ab und zu mit einem Jungen unterhält. Mir ist leider der Name entfallen, muss aber ein aufgeweckter Bursche sein. Normalerweise scheucht unser Alchemist jeden weg, der ihn bei seiner Arbeit stört, aber bei Kindern ist er ganz anders. Vielleicht schadet es nicht, wenn sich andere daran ein Beispiel nehmen. Ich werde mal sehen, was sich da machen lässt. Nun muss ich allerdings zurück an die Arbeit. Danke für unsere kleine Unterhaltung. Das war sehr erfrischend. Ich habe zu... Der Tilas steckt ja den Kindern ein paar Süßigkeiten zu und dann... Das sage ich jetzt nicht. Geht die Quest dann irgendwie noch weiter mit den Kindern? Nee.